Hallo bei Hermann Massivholz. In diesem Video seht ihr einen gigantischen Tischplattenrohling. Der hat unsere Nummer EE357. Er ist wirklich riesig. Ungefähr 3,30 Meter lang, maximal 1,03 Meter breit und 10 cm stark. Dieses Stück haben wir in unser Zentrallager in Leinfelden bei Stuttgart gebracht. Und weil es an diesem Tag leider mal wieder geregnet hatte, musste ich es abdecken, deswegen erstmal die Folie runter. Schaut euch diesen Eichenstamm an. Was für ein Anblick. Er stammt aus der Region um Ulm, war 4 Jahre luftgelagert und kam im März 2024 aus der Trockenkammer. Wir haben den ganzen Stamm auf Lager. Insgesamt gibt es 4 dieser Stücke. Erstmal muss ich den vorgesehenen Lagerort dafür vorbereiten. Hierzu hatte ich extra 2 zusätzliche Flaschenzüge gekauft. Ihr werdet gleich sehen, warum. Das war leider alles mal wieder gar nicht so einfach, wie es hier aussieht. Bis ich den richtigen Ort für die Flaschenzüge gefunden hatte, ja, das hat eine Weile gedauert. Und auch hier mal wieder Glück gehabt. Der Anhänger passt gerade so noch rein. So, und jetzt hatte ich erstmal eine weitere Herausforderung zu lösen. Den Flaschenzug, den ich da angebracht hatte, ja, der war halt zu kurz. Ich konnte die Platte nicht befestigen. Da war das Seil einfach nicht lang genug. Also ich musste jetzt irgendwie die Platte erstmal ein Stück nach oben kriegen. Und hier kam wieder mal mein Aztec zum Einsatz. Das ist der Name für den Seilzug aus dem Kletterbereich. Also dieses Werkzeug, es ist unbezahlbar. Nichtsdestotrotz habe ich dabei dann auch gemerkt, wie schwer die Platte eigentlich ist. So, jetzt wird es aber langsam Zeit, bis wir das Ding hier endlich hochkriegen. So, jetzt ist erstmal gut, er darf schließlich nicht vom Anhänger runterrutschen. Um diese riesige Eichenplatte absolut kontrolliert nach oben ziehen zu können, musste ich es vermeiden, dass er mir nach links oder rechts auskommt. Deswegen habe ich insgesamt mit 3 Flaschenzügen gearbeitet. So, jetzt hatte ich den Moment erreicht, wo die Platte nur noch im Seil hing. Bis hierhin hat das Ganze ungefähr 2,5 bis 3 Stunden gedauert, aber jetzt konnte ich die ganzen Früchte der Arbeit ernten und ich habe mich tierisch gefreut. Und hier hängen jetzt erstmal ungefähr 250 Kilo frei in der Luft. Okay, natürlich am Seil. Ja, und ein bisschen Geschmarre muss sein. Übrigens, ich komme aus Franken und da schwätzt man so. Gott, das wäre jetzt schwäbisch gewesen. Ich stelle mir gerade die Auslieferung von der fertigen Tischplatte vor. So, 10. Stock, enges Treppenhaus, kein Lift. Jo, moin. Ich glaube, das war jetzt bayerisch. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt muss das gute Stück noch an die Wand gebracht werden. Aber das hat jetzt einfach nur noch Spaß gemacht. Und wie gesagt, mit den 2 Flaschenzügen, das war überhaupt kein Problem mehr. Allerdings erst nach knapp 3 Stunden, wo ich mir einfach zu blöd angestellt hatte. So, fast geschafft. Nur noch auf den Boden runterlassen und möglichst auf den Millimeter in den vorgesehenen Platz reinmanövrieren. Und mit dem Fingerspitzengefühl eines Baumfällers ist das natürlich alles gar kein Problem. Und was soll ich sagen, ich hab's doch dann tatsächlich geschafft. Ich meine, war natürlich von vornherein glasklar. Einmal mit Profis halt. Und es kommt noch erschwerend hinzu, der Herr stammt aus Franken. Und hier steht sie jetzt. EE357, massivste Eiche, 250 Kilogramm, 3,30 Meter lang bis 1,03 Meter breit und 10 cm stark.